Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. The Long Dark, unser Spiel. Und wir sind bei dem Kapitel Nahender Sturm. Das Ganze hier dauert relativ lange. Das liegt aber an dem Kapitel, da kann ich nichts dafür. Und dementsprechend beeile ich mich natürlich auch gleich und auf geht's. Hier suche ich gerade erstmal noch eine Holzvorratskiste, denn wir brauchen ja reichlich Holz und so weiter und so weiter. So ein Karton eignet sich natürlich super, also gleich mal mitgenommen. Und das ist leider keine Vorratskiste. Und erstmal rein hier. Joa. Wie es aussieht, sind wir hier in einem Laden. Und den Fisch nehmen wir natürlich erstmal mit. Und die Tomatensuppe natürlich auch. Also alles mitnehmen, was er findet. Umso mehr, umso besser. Und da liegt nur noch Nähzeug, das brauche ich nicht. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Licht. Und so ein Streichholz eignet sich hoch. Eigentlich ziemlich gut dafür. Ja, die Vorratslukennotiz, super. Etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Über die Handschuhe brauchen wir nicht, also die sehen nicht besonders warm aus. Okay, weiter. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Lampenöl ist immer gut. Beziehungsweise Lampenöl müssen wir ja auch besorgen. Ich meine, es waren 2 Liter, die wir besorgen sollen. Alles öffnen, alles nachsehen. Möglichst nichts vergessen. Na, eine Hose brauchen wir eigentlich nicht. Denn bevor ich angefangen hatte, habe ich erstmal sämtliche Kleidungsstücke repariert. Die Tasche ein bisschen aufgeräumt. Ja, Gewehrmunition. Einfach mal mitnehmen. Und die Hose ist auch ganz praktisch. Die können wir ja zu Stoff machen. Stoff brauchen wir für Verbände und wir sollen ja auch Verbände dann mit dazu legen in die Vor in den Vorratsschrank. Ja, 4 können wir erstmal herstellen. Dann machen wir das natürlich. So viel wie möglich. Jo, Vorräte, immer gut. Na, ein Kühlschrank. Naja. Könnte auch was drin sein. In den meisten Fällen habe ich da höchstens mal eine Dose gefunden. Ist jetzt nicht so lukrativ.
Und die Riegel nehmen wir natürlich auch noch mit. Ganz wichtig. Ein Buch. Das können wir auch als, ja, als Brennstoff sozusagen da lassen. Mal gucken, ob das auch was bringt. Ja, am besten erstmal alles wieder wegbringen, denn das Gewicht, wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr tragen. Also wir müssen ja noch mehr tragen, wir nehmen Holz oder beziehungsweise Brennstoff und erstmal die Vorräte wegbringen. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, wir sind ja hier gleich in der Nähe, von daher geht das recht fix. Und da ist der Vorratsschrank. Boah, es ist echt eine ganze Menge, was wir da besorgen sollen. Antiseptikum, jede Menge Kalorien. Zum Glück sind es Kalorien und nicht 12.000 Teile. Das wäre ein bisschen viel. Also 12.000 Nahrungsmittel. Na, im Brennstoff haben wir jetzt noch nicht so viel. Und das hat gar nichts gebracht. Naja. Wir sind es auf jeden Fall los, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, bei den Antiseptikum, da ist scheinbar ein Liter mit gemeint. Das heißt, wenn wir zweimal einen halben rein tun, haben wir natürlich auch einen Liter. Deswegen geht die Zahl nicht gleich hoch. Und das hilft auch. Ach, einfach alle rüber. Egal. Ja, Verbände müsste eigentlich fertig sein, ist es aber nicht. Warum? Wir schauen nochmal nach. Bestimmt Anzeigefehler und tatsächlich. Also das Spiel hat in solchen Sachen doch ein bisschen Probleme. Ein kleines bisschen buggy, aber naja gut, es ist ja lösbar. Und dementsprechend schaut, wenn ihr was reingelegt habt, am besten noch einmal neu rein. Ob die Anzahl dann dementsprechend auch passend ist. Wie jetzt eben bei den Verbänden. Ein bisschen Schmerzmittel sollten wir mitnehmen, für den Fall, dass wir es brauchen. So, und der Kaffee bringt uns gar nichts. Egal, alles andere rein da. Na, den Tee lassen wir. Der bleibt bei uns. Vielleicht brauchen wir den. Ja, mit den Kalorien, das sieht richtig gut aus. Na. Irgendwas sollten wir vielleicht auch essen. Egal, wir finden noch mehr. Kein Problem. Mal schnell in den Kühlschrank gucken, vielleicht haben sie ja noch was da, das sie auch reinlegen können. Ja, alles schon geplündert. Schade. Ich meine, das sind sogar wir gewesen, als wir hierher gekommen sind. Und dementsprechend ist natürlich so ziemlich nichts mehr da. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch Häuser in der Gegend, also in der Nähe, das ist ja hier die Stadthalle gewesen. Und dementsprechend gucken wir jetzt noch die Häuser durch. Da hängt eine Fahne. Eigentlich ist die Fahne immer recht wichtig. Und ja, dieses Mal mal schauen, ob das auch wirklich so ist. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil wir sollen ja eigentlich Vorräte sammeln. Ja.
useful. Vergesst nach Möglichkeit keinen Schrank. Alles ist irgendwohin wichtig. Looks like this has been here a while. Nee, nichts drin. Schade. Manchmal steht ein Kaffee oder ein Tee drin. Dieses Mal nicht. Ja, die Ausbeute hier ist aber ziemlich gering. Okay. Wenigstens ein bisschen Fisch. Ein Kissen, okay. Ja, falls wir brauchen, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Stoff. Wir haben ja jetzt alle Verbände rübergelegt. Ein bisschen Brennstoff ist immer gut. This stuff will come in handy. Nö, also Stoff brauchen wir keinen mehr und die Jacke, die wir haben, die ist nahezu 100% in Ordnung. Nö. Nö. I'll take it. Ja, bisher gab es nur ein einziges Mal einen Nachtschrank, der echt interessant gewesen ist, den ich ursprünglich dann übersehen hatte. Das war noch in der Episode 1. Das war der Code für den Banksafe. Denn sonst sind die Dinger immer zu gewesen, das heißt, da konnte ich gar nicht erst looten, also die Schublade nicht einmal öffnen. Und dementsprechend hatte ich in dem Gebäude das natürlich nicht getan und genau da war es drin. Naja, auf jeden Fall jetzt hier erstmal weiter. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es hier ein Auto mit... Wir sollen den Kofferraum durchsuchen. Ja. Durchsuche den Kofferraum. Tja. Müssen wir das Ding nur noch finden? Oder wir nehmen erstmal das Haus. Na, Bretter. Sehr gut. Ja, leider haben wir keinen Beil. Habe ich im Verlauf des Spiels bisher noch nicht gefunden, also von daher können wir leider die Bretter nicht auch benutzen, das wäre echt schön. Ah, da wir die Kisten zerlegen können und da war doch auch noch was, dann nehmen wir die natürlich auch noch mit. Zum Glück sind wir hier in der Nähe, das heißt, selbst wenn wir überladen wären, ist das nicht so dramatisch. Allerdings haben wir es jetzt relativ dunkel. Denn das Kissen zerlegen dauert ja doch recht lange, also von der Zeit her. Und dementsprechend haben wir jetzt inzwischen Nacht. Ganz toll. Und in engen Räumen, da wir so viele Streichhölzer haben, und eigentlich habe ich auch gar nichts anderes dabei, glaube ich, sind die Streichhölzer recht praktisch. Im Außenbereich nutzen die uns überhaupt nichts. Ah, Feuerholz. Ja, oder Altholz. Okay. So, damit ihr auch was seht, erstmal wieder Licht machen. Ja, na gut, okay, ganz Nacht haben wir es noch nicht, aber wir sind kurz davor. Am besten noch ein bisschen umschauen, ob hier eine Holzvorratskiste ist. Manches Mal sind Holzvorratskisten da und manches Mal halt nicht.
Na, das muss jetzt auch mal. Oder? Ja. Ja, da hat sich jetzt wieder nichts getan. Es dürfte aber nichts sein. Ah, jetzt. Da. Es hat ein bisschen gedauert scheinbar. Aber noch gut. Aber das reicht uns ja noch lange nicht. Okay. 11,24. Mit den Kalorien, das sieht echt sehr gut aus. Ja, Wasser hat ja eigentlich keine Kalorien, also eigentlich nicht unbedingt nützlich. Lampenöl. Wir kommen voran allerdings nicht so, wie ich mir das erhofft hätte. Also die Vorräte sind noch ja sehr dürftig. Und ja, die brauchen wir auch. Dann würde ich sagen, das machen wir gleich. Natürlich die nicht geladene. So, Leuchtpistole drin, aber keine Anzeige. Hm. Ja, so schwierig ist der Weg ja nicht. Also ab und zu können wir das auch mal im Dunkeln machen. Und die Ladezeiten jedes Mal beim Verlassen eines Gebäudes oder Betreten eines Gebäudes sind schon ein bisschen, ja, nervig. Aber egal, dann müssen wir durch. So. Mollys Geschenk. Ja. Jetzt haben wir auch noch Nebel. Auch nö. Das ist nun wirklich kein Geschenk, Nebel. Und sämtliche Autos durchsuchen macht eigentlich nicht so viel Sinn. Also meistens findet man da eigentlich nicht wirklich was Tolles drin. Ich würde sagen, die Autos lassen wir aus, bis auf Mollys Geschenk. Kofferraum. Das wäre das erste, was im Kofferraum aufgeht, tatsächlich. Okay. Also die sucht haben wir noch nicht. Moment. Moment. Seenotfackeln. Cool. Das hatten wir ja noch gar nicht. Aber die sollen auch gegen Wölfe helfen. Zum Abschrecken der Wölfe. Das ist eine gute Idee vielleicht. Na, schauen wir mal. Da ist noch eine Hütte. Gleich mal schauen. Ui, ist das ein Gewehr? Ja. Tatsächlich. Hoffentlich ist es auch heile. Jo. Oh, lucky day. Sehr schön. Ja, unsere Leuchtpistolenmunition geht ja langsam auch zur Neige, deswegen das Gewehr ist vielleicht eine gute Sache. Tja. Mal gucken. Finster. Super. Ja, Kirche des idyllischen Tals. Das ist schön. Momentan haben wir idyllische Dunkelheit. Jui. Ja, die brennt ja cool. Na gut, sonst haben wir ein rötliches Licht, jetzt haben wir ein bläuliches Licht. Naja, Stoff brauchen wir nicht. Hm, bringt nichts. Buch, immer gut.
Nö, das Wasser lassen wir auch da. Wir haben genug. Alles durchsuchen hier. Bücher mitnehmen. Jo, ein bisschen was zu essen brauchen wir ja auch. Abgesehen davon, ein bisschen was muss noch rein. Und nö. Jo, das klauen wir auch direkt da weg. Und nehmen wir. Einfach alles mitnehmen, was verbrennbar ist. Denn die Aufgabe wollen wir irgendwie fertig kriegen und da es ein Spiel ist, würde ich sagen, ist es nicht so dramatisch. Bücher verbrennen macht man nicht. Als kleiner Hinweis. Aber hier im Spiel ist das nicht so dramatisch, also ich denke, das ist kein Problem. Und mal ehrlich, wenn wir in einem Notfall sind, dann würden wir es wahrscheinlich genauso tun. Ja, dann würde ich sagen, sind wir bis hierhin gekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt noch ein Abo mit, demnächst geht's weiter und bis dahin sagt ihr erstmal Ciao.